Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Ad-Hoc24. Heute hier direkt vor dem Bundesgesundheitsministerium, wo der Hausherr nicht da ist. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Gestern wurde das Testergebnis bekannt. Es soll ihm den Umständen entsprechend gut gehen. Er soll leichte Grippesymptome haben. Die Amtsgeschäfte führt Jens Spahn von zu Hause aus im Homeoffice fort. Er nimmt von dort an Videokonferenzen teil. Unterschriftenmappen werden ihm per Boten dorthin gebracht, sodass er die Amtsgeschäfte von dort aus weiterführen kann. Hier im Ministerium wird er vertreten von Staatssekretär Dr. Thomas Steffen, ein Vertrauter von Jens Spahn. Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit im Bundesfinanzministerium, wo sie als Staatssekretäre tätig waren. Inwiefern das BMG derzeit allerdings Außentermine wahrnehmen kann, ist noch unklar. Unklar ist auch, wie sich Jens Spahn infiziert hat, denn der Minister gilt eigentlich als jemand, der sich sehr streng an die Hygienevorschriften und an die Sicherheitsvorgaben hält, die er zum Teil selbst erlassen hat. Fragen wirft auch auf, dass die Kabinettsmitglieder, die übrigens nicht getestet werden sollen, obwohl gestern eine Kabinettssitzung stattgefunden hat. Es gibt dort Bilder, wie die Kabinettsmitglieder zwar mit Maske an ihre Plätze gehen, am Platz dann aber jeweils die Masken absetzen. Die Regierung betont allerdings, dass die Sitzung gestern im großen internationalen Konferenzsaal stattgefunden hat, in dem bis zu 180 Personen stattfinden, insofern auch die Sicherheitsabstände hier gut eingehalten werden könnten. Spahns direkte Mitarbeiter im Bundesgesundheitsministerium wurden mit Schnelltests getestet und haben sich ins Homeoffice begeben. Insofern soll auch hier eine Ansteckung möglichst verhindert werden. Von den politischen Gegnern kamen Genesungswünsche. So hat sich der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach dahingehend geäußert, dass Jens Spahn eigentlich bekannt dafür war, immer die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, hat aber noch einmal gemahnt, dass es gerade deswegen vielleicht sinnvoll wäre, die Kabinettsmitglieder alle 2 bis 3 Tage testen zu lassen. Wir können uns als Redaktion den Genesungswünschen der Minister nur anschließen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ad-Hoc24, heute vor dem BMG.